So, herzlich willkommen. Freut mich, dass wir uns wieder mal sehen nach letzter Woche und ein paar neue Gesichter dazugekommen sind. Ihr habt gesehen, wir haben eine wunderschöne Agenda zusammengebaut für wahrscheinlich 3 Stunden. Ich würde mich freuen, wenn sich der Markus und der Mario mal kurz vorstellen. Fangen wir doch einfach mit Mario an. Ja, hallo. Also mein Name ist Mario. Ich arbeite in der Strabag in der BFAZ IT und wir sitzen GitLab schon seit einigen Jahren ein in der C-Variante, also in der Core-Variante und bin nebenher Docker Community Leader, mittlerweile seit einigen Wochen GitLab Hero und mich freut es einfach, wenn ich bei solchen Treffen mit dabei sein kann, was für die Community tun kann, ja, etwas zurückgeben kann und ja, das macht mir auch Spaß und deswegen freut mich, dass ich heute da bin. Jo, übernehme gleich. Markus, mein Name ist Markus Fischbacher. Bin privat, arbeite aber bei Porsche Informatik. Ich habe eigentlich relativ wenig mit GitLab zu tun, muss ich gestehen. Wir nutzen es, soweit ich weiß. Allerdings, ich bin eher einfach nur wegen an Michael da. Ich bin über ihn gestolpert, in einem reingelaufen, wie er es letzte Woche ja schon gesagt hat. Und seitdem sind wir immer in einem bisschen einen Austausch. Bin ja kommunikativer Typ und darum bin ich einfach mal dabei. Wunderbar. Ich glaube, wir kennen uns alle noch nicht ganz. Ich würde jetzt einfach kurz an den Moritz übergeben, dass er sich auch noch kurz vorstellt für die anderen. Ja, Moritz Tanzer, ich sitze in Salzburg. Ich bin selbstständiger Linux-Consultant, Schwerpunkt Monitoring und Kubernetes zurzeit. Ja. Genau. Und wir kennen uns auch schon ewig. Also nicht so ewig, aber über die Nika.de ewig kennen wir uns. Und über Isinger Monitoring und andere Geschichten. Ja, Nico, und du? Wer bist du? Ja, bin ich. Sehr gute Frage. Nico Meißenthal. Ich arbeite für Weitag. Wir sind ein Azure-Partner, bin primär in allem, was irgendwie mit Container, Kubernetes, Containerisierung, Linux zu tun hat, unterwegs seit Jahren. Bin nebenbei auch GitLab Hero, bin Docker Community Lead, bin Microsoft MVP. Ich habe da mal so alles mitgenommen, was geht. Oder ich glaube, da habe ich noch Potenzial, dass ich da auch noch was mache. Ich muss aber gestehen, ich habe 11 Jahre lang Isinger gemacht. Also in der ganzen Monitoring- und Observability-Ecke bin ich nach wie vor zu Hause. Bei GitLab bewege ich mich im Ops-Bereich, aber natürlich auch im Dev-Bereich. Ja, und ich versuche so meine To-Dos ein bisschen so runterzudampfen, dass ich nicht komplett untergehe. Auf der anderen Seite, ich arbeite meine 40 Stunden, es macht mir einen riesen Spaß und wenn halt was nicht fertig wird, dann macht man es halt die nächste Woche. Aktuell bin ich gerade dabei, mir anzuschauen, was mache ich gerade, viele verschiedene Dinge. Ich muss für die 13.0, die am Freitag kommt, noch ein paar Tweets schedulen und mir anschauen, was tatsächlich drinnen ist. Hab aber gedacht, wir können uns ein paar Sachen jetzt hier in unseren Käffchen anschauen. Was haben wir denn so agendatechnisch? Genau, ich habe gesagt Streaming und Hosting, weil ja die Frage aufgekommen ist, ob wir jetzt irgendwie Livestreaming machen oder nicht. Bei uns ist es aus organisatorischen und Security-Gründen gerade deaktiviert. Also Zoom macht irgendwas ganz Komisches mit Videos, die übereinander lappend gestreamt werden auf YouTube. Deswegen ist es gerade aus. Wir werden das Video aber natürlich später hochladen, auf GitLab unfiltert, beziehungsweise meine Wenigkeit. Und ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen so die, das Meinungsbild hören, wie ihr das macht, wie man das vielleicht auch in der GitLab oder auch größeren, weiteren Community für andere Themen machen könnte, sodass man halt ein Toolset hat. Also, und weiß ich nicht, Mario, magst du da einsteigen oder Nico?
kann gerne mal einsteigen, ja. Also ich habe es gestern mal mit Philipp probiert, eben über das OBS-Tool eben und mit Zoom halt ganz klassisch halt als Streaming-Setup, wobei ich habe es in die Agenda auch reingeschrieben, das Jitsi schaut auch sehr interessant aus. Das habe ich aber gestern nur mal ganz kurz angetestet. Das scheint sehr eine niedrige Zugangsschwelle zu haben. Also im Endeffekt kann man einfach draufklicken, so wie bei Zoom, ein Meeting starten, die Streaming-ID von YouTube-Kanal hinterlegen und dann geht es schon los eigentlich. Ja. Das müsste man vielleicht einfach nur mal noch in einer Runde halt nochmal wirklich dann mal testen und ausprobieren, ob es wirklich funktioniert. Ja. Und dann sollte es eigentlich relativ einfach loszulegen sein. Ja. Also die Frage ist, ob man es überhaupt will, ja. Einen Livestream anbieten. Ich finde es eine coole Sache, ja. Und die Aufnahme hat man dann auch. Also die Frage ist eigentlich, was mit welchem Tool kommt man zurecht, ja, und wer macht es dann halt auch, ja. Also oder wer kümmert sich darum, dass es funktioniert. Also wie gesagt, ich habe es jetzt nur mal aus Eigeninteresse ausprobiert, was mich einfach generell interessiert, ja. Und dadurch, dass jetzt mehr oder weniger immer mehr online läuft und kommt, ja, braucht man halt ein bisschen Handwerkszeug, sage ich ja. Das ist von meiner Seite. Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Sorry? Ja, dann wollte kurz von meiner Seite mal sagen. Also ich habe es bis jetzt YouTube-Streaming meistens immer nur für Meetups oder wirkliche Events hergenommen. Weniger für, ich sag mal, solche Meetings. Ging es dann halt auch darum, Desktop-Sharing, schönes Hintergrundbild, schon so ein schönes Layout eben zu bauen. Und bin da dann immer, wenn es irgendwie um Remote-Video-Audio ging, meistens auf Skype zurückgefallen, weil Skype eben die Option hat, über NDI, Network Device Interface, glaube ich, heißt, Audio und Video von auch den Remote-Teilnehmern bereitzustellen, was man dann über UBS recht gut abfangen kann. Und das geht eigentlich nur mit Skype und auch nur mit dem Consumer Skype, nicht Skype for Business. Das heißt, da hat Zoom leider keine Schnittstelle und alle anderen. Deswegen bin ich bei mir dann immer auf Skype zurückgefallen und hatte dann halt dadurch nicht das Problem, wie du es jetzt hast, Mario, dass du im Prinzip nicht mehr den Rechner anfassen darfst, weil du halt im Prinzip einfach nur Audio-Video gesagt, abfilmst und durchstreamst, sondern ich hatte es halt wirklich alles in OBS drin. Ist aber auch, man hat dann halt irgendwie x verschiedene Audio- und Videosourcen, das macht es nicht einfacher. Also für schnell mal was starten, quatschen, zumachen, speichern, uploaden, ist das eigentlich zu aufwendig. Also da muss man sich schon mit beschäftigen, da muss im Prinzip einer wahrscheinlich die ganze Zeit nichts anderes machen, als zu gucken, ob alles sauber läuft. Also das geht dann wirklich mehr so in Konferenz-Meetup-Style als das, was wir jetzt hier gerade machen. Also ich glaube, dann wäre sowas Einfaches wie die Zoom-Integration, wie wir sie hatten, oder mit Jitsi vielleicht die bessere Wahl, weil uns geht es jetzt ja nicht darum, dass wir da irgendwie schöne Grafiken um unsere Köpfe haben oder sonst was, sondern einfach ums rauszublasen in die Welt. Ja, genau. Also so wie es der Nico gerade gesagt hat, also das Setup, das ist relativ einfach, ja. Also mit OBS einfach den Desktop zu scheren über ein zweites Gerät oder wie auch immer. Am gleichen Gerät ist das sicher schwierig in der Handhabung überhaupt, wenn dann jemand von uns auch noch was scheren möchte, dann auch, ja. Und dann den richtigen Bildschirm dann zu scheren, das ist sicher stressiger, ja. Also so wie es jetzt gerade läuft, funktioniert es relativ einfach. Das geht, ja. Das ist nichts Besonderes, aber wie gesagt, das ist im Prinzip ja nichts anderes wie der Desktop-Share und dadurch, dass das Audio von uns allen dort reinrinnt, kommt es dann halt auf der anderen Seite im Stream wieder raus, aber es ist nicht mehr, ja, genau. Aber wie gesagt, das Meet, das Jitsi schaut interessant aus. Ja, also ich hab immer versucht, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Deswegen bin ich dann irgendwann für das London Meetup eben auf Zoom und GitLab an Filtern umgestiegen, weil ich nicht wusste, wo ich das jetzt hinstreamen soll. Weil ursprünglich war der Plan bei dem Meetup, dass man das auf den Account von der London Linux in Group quasi hinstreamt. Aber das hat mit meinem Login, wie auch immer, nicht funktioniert. Und es ist natürlich so, dass der GitLab-Account, glaube ich, aktuell 2.500 Follower hat, was sehr interessant ist, wenn wir nur 1.300 Mitarbeiter haben. Also da ist offensichtlich die Subscriber-Rate ein bisschen nach oben gegangen, was sehr schön ist. Und es ist natürlich so, dass man das halt danach irgendwie so featured live auf der Seite hätte. Das wäre also mein Ziel dahinter, weil ich gern den, wie sagt man da, ich möchte den Content ein bisschen mischen und sagen, jetzt haben wir was Deutsches, was interessant ist. Und das halt einfach so verwenden. Aber ich bin natürlich immer interessiert, nicht nur jetzt für das Meeting, sondern auch für andere Geschichten was auszuprobieren. Ich bin nur höllisch überlastet. Ich habe
was anderes einmal ausprobiert letzte Woche mit der Priyanka, das nennt sich StreamYard. Das ist ein Snapshot einfach zwischendrin gemacht, featuring Rubber Chicken mehr oder weniger. ja, das wird den Georg freuen, wenn er das sieht. Ist ein kleiner Insider aus Thailand. Und die Geschichte bei StreamYard ist zum Beispiel, schaut alles wunderschön aus und ich würde das auch super gern verwenden, aber du kannst maximal 6 Teilnehmer reinziehen. Mhm. Also du bist quasi so ein Präsenter und hast dann halt so deine Kommunikationspartner mit drinnen. Was ich persönlich jetzt dann super spannend finde, wenn man vielleicht einmal zu 10. oder zu 20. sind, dann geht das halt nicht. Dann hast du wieder Warteraum und holen und moderieren und so. Und das taugt mir nicht, weil das, weiß ich nicht, das fühlt sich dann so kontrolliert an und eigentlich nicht spaßig genug. Der Vorteil von dem Ding ist, das kann dann die YouTube-Livestream-Kommentare direkt reinziehen. Also das hat die Integration mhm. drin. Dieses Stage End TV, das hat mir der Brandon empfohlen, beziehungsweise bei Microsoft die Chloe London auf Twitter, die verwendet das zum Streamen. Aber das ist halt dann auch wieder so die Geschichte, du moderierst und hast halt dann deine Gäste und hast vielleicht eine Live-Coding-Session und das ist halt alles relativ klein gehalten. Also ich bin nicht vollständig von den Tools überzeugt, muss man aber vielleicht schaue ich es mal in einem anderen Kontext an. Mhm. Schön wäre es natürlich, wenn man in Zoom einfach die YouTube-Kommentare sehen würde. Geht aber derweil halt nicht. Ist halt jetzt auch die Frage, also vielleicht sollte man nochmal denken, brauchen wir aktuell wirklich den Livestream? Also klar, es ist schön und schick, aber ist der Mehrwert gerade so groß? Naja, letztes Mal gab es Interaktion, oder, über den Livestream. Ich wollte gerade sagen, also was beim Livestream schauen durchaus interessant ist, ist für Leute, die sich jetzt im ersten Moment vielleicht nicht teilnehmen trauen, keine Ahnung, wie man das sagen soll. Nein, und dann aber zumindest über den Chat nochmal reinkommt und nach 2-3 Mal denken sie, hey, eigentlich könnte ja mal was dazu beitragen, everybody can contribute und kommt über das Thema nachher rein. Also ein Livestream, prinzipiell ist es egal, wohin live gestreamt, aber ein Livestream an sich, glaube ich, fand das ist ja cool. Wobei ich glaube jetzt, die Kommentarinteraktion, ich weiß nicht, muss das unbedingt im Zoom sein? Ich glaube, wenn da einer sich mehr oder minder über das Livestreaming-Video technisch tut und der zweite schaut dann grundsätzlich auf die Kommentare und gibt die Kuh, ja. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Und genau, also im YouTube-Studio drinnen, also wo man den Stream ja sieht, und da sieht man gerade online dem Stream folgen, da gibt es ja auch die Kommentarfunktion. Ja. Also das kann man natürlich auch nutzen. Ja. Also wenn dort jemand einen Kommentar schreibt, zum Beispiel jetzt online auf YouTube, dann taucht er da in meinem anderen Fenster halt auf. Dann, ja. Also na, wenn das, man die Studio da scheren kann, weiß ich nicht. Ja. Also Verbindung gibt es glaube ich keine. Ja. Also, nein, das war jetzt nur so eine Idee. Ich bin auch immer ein Freund von All-in-One. Ich möchte eigentlich nicht 3 verschiedene Tools verwenden, um irgendwas zu tun, sondern ich will auf Rekord klicken und dann ist es irgendwo hingestreamt im besten Fall. Beim letzten Mal haben wir sich quasi die Kommentarfunktion halt aufgeteilt. Beziehungsweise halt, du kannst es auch ganz groß aufziehen, so wie Cloud Native Summit Online, wo im Prinzip jemand die YouTube-Kommentare quasi aktiv überwacht hat und dann die Fragen für den Moderator in ein Google-Dokument live reingetan hat. Und ich habe dann halt die Fragen quasi in meiner Session vorgelesen. Das kann man auch machen. Funktioniert wunderbar mit Google Docs. Die Schwierigkeit ist halt immer in einem Zoom-Raum, wenn du halt 50 Leute drinnen sitzen hast, erlaubst du jedem, dass er mitredet, weil sobald halt nicht alle gemutet sind, ist es meiner Erfahrung nach immer Chaos. Beziehungsweise, wie sagt man das, es ist nicht absichtlich. Es ist halt so, der eine isst gerade ein Brot, der andere, keine Ahnung, holt sich irgendwas, es raschelt, irgendwas passiert. Die Kinder! Die Kinder sind das ist ein wunderschöner Effekt, nur du hast halt immer so Ablenkung und das Problem ist, wenn du Zoom standardmäßig hast, springt das aktive Fenster immer dorthin, wo gerade ein Geräusch war und das führt halt zu ein bisschen Wellenrauschen, sagen wir so. Lange Rede, kurzer Sinn,
Freue mich halt, hast du beim letzten Mal, wie läuft das bei GitLab mit dem Everyone Can Contribute, mit dem YouTube-Channel? Hast du dort einen API-Key dann bekommen von deinen Kollegen, um dorthin zu streamen? Weil bei YouTube brauchst du ja für den Channel, wo du. Oder ist das integriert von den Kollegen? Das ist direkt über Zoom integriert. Zoom ist als Enterprise-App so, dass du als Client, ähnlich wie Slack, also quasi der Admin statt am Server ein, was du darfst. Und dann ist zum Beispiel die Zoom-Integration eingeschalten. Und die Integration geht dann quasi auf YouTube und du sagst halt, als welcher Account, dass du jetzt streamen möchtest. Also ich habe Berechtigungen für deinen GitLab Unfiltered-Account. Ich könnte da wahrscheinlich die Streaming-Keys irgendwie rausziehen, aber das mache ich lieber nicht. Also da frage ich lieber unsere IT-Kollegen vorher, bevor ich da irgendwas kaputt mache. Es war nur die Frage vom technischen Hintergrund einfach. Passt schon. Ich mache gern alles mit. Das Einzige ist, bei Firmen, wie sagt man, bei Firmen-Accounts bin ich immer vorsichtig, dass ich nichts kaputt mache. Auf der anderen Seite... Es war eben nur die Frage deshalb, weil die anderen Tools, die brauchen halt alle diesen Schlüssel halt einfach, also so wie jetzt der YouTube-Stream, der braucht halt den Schlüssel und bei Jitsi musst halt auch den Schlüssel angeben. Was auch besser ist, weil dann würde nicht das passieren, was das letzte Mal passiert ist, dass wir ein bestehendes Live-Event gehijacked haben und weil denen schnell den Namen geändert haben. Ja, wobei das nach wie vor eben, das dürfte offensichtlich ein Folgeproblem der Deaktivierung jetzt sein, dass da irgendwas nicht funktioniert hat, weil ich habe nämlich auch eine Rücksprache gehalten mit einer Kollegin, die das betreut, hat gesagt, wir haben unterschiedliche Stream-Keys für die unterschiedlichen Zoom-Sessions. Also irgendwas ist da gerade ein bisschen wahrscheinlich kaputt. Software, die lebt, beziehungsweise Software, die jetzt Security-Fixes und tausend andere Sachen bekommen hat in aller Eile. Wir sind alle Entwickler und wir sind alles Ops-Leute. Wir wissen, was passiert, wenn man im Stress ist. Also ich bin davon ausgegangen, dass irgendwas in der Form wahrscheinlich nicht geht. Aber soll uns eigentlich nicht stören. Wir können ja experimentieren. Also wir haben jetzt da keinen Stress. Ich würde halt einfach schauen, dass der Fallback immer ein Zoom-Recording aktuell ist oder in irgendeiner Art und Weise. Und dass man das halt dann hochladen kann für alle, die teilnehmen, also beziehungsweise nachträglich teilnehmen wollen. Und wenn es dann wieder besser funktioniert, dass man dann direkt auf den GitLab Unfiltered Stream hinkommen. Das klingt, glaube ich, ganz, ganz gut. Aber grundsätzlich, glaube ich, macht dann so ein Livestream, so wie der Nico schon gesagt hat, glaube ich, oder eben der Markus gesagt hat, glaube ich, schon Sinn. Weil halt die Leute wirklich sehen, wie sowas live abläuft halt einfach, Ich bin da 100% bei euch. Der Lennart hat mal gesagt, der hat es irgendwie nicht geschafft und er hat sich dann, glaube ich, das Recording angeschaut und ich weiß schon, dass die Zeit nicht optimal ist, aber auf der anderen Seite ist halt schon Nachmittag und vielleicht hat man halt die eine Stunde Zeit oder schnuppert halt rein. Schauen wir einfach mal, wie es wird. Ich werde es jetzt versuchen, wöchentlich einfach zu machen. Außer ich bin selber nicht da, aber das passiert momentan nicht. Die andere Geschichte, die ich versucht habe, ein bisschen aufzuarbeiten, ist, ich habe letzte Woche für das Kronwickler News so ein bisschen den Matthias Genia geschickt gehabt und habe jetzt auch selber einige Sachen da eingetragen. Wir haben ja darüber gesprochen gehabt, wie man halt up to date bleibt und was halt aktuell an News passiert und dass man ja eigentlich alles besprechen könnte. Und mir ist dann die Idee gekommen, dass man eigentlich in den Google Doc diverse News einfach reinschreiben könnte, die interessant sind für alle anderen. Und wenn es dann tatsächlich so, keine Ahnung, wenn es dann dazu kommt, dass man sagt, keine Ahnung, wir diskutieren jetzt über Zabbix 5.0, dann haben wir das im Endeffekt hier. Die Frage ist, ob die Idee alle anderen teilen, ob wir das so probieren wollen. Ich finde die Idee von einer kleinen News-Sammlung ganz gut, vor allem wir können das ja Ganze nachher ja lebend gestalten. Man muss ja nicht alles durchgehen, sondern man pickt sich einmal das aus, was wirklich interessant für jeden ist oder wo die Anwesenden dann mal sagen, hey, das ist eigentlich eine coole Idee. Zum Beispiel Grafana 7.
und dann reden wir da mal drüber. Ich finde das gut. Ja, weil die Idee ist, ich habe das massive Problem, ich lese Dinge, tweete sie und dann habe ich schon wieder vergessen. Und eigentlich will ich mit irgendwem drüber sprechen. Beziehungsweise kennt ihr ja zum Beispiel bei Puppet noch ein paar Leute, die vielleicht aus der Ecke was Neues haben. Und dann kommt man halt nämlich das Käffchen halt nur weiter, ich würde nicht sagen aufblasen, aber man kann halt mehr Leute dazu holen. Und wie du richtig gesagt hast, dann sucht man sich ja da Thema raus aus den 10 verschiedenen und alle anderen, weil das Dokument ist ja öffentlich, kann dann halt im Prinzip auch nachlesen, was passiert ist. Und vielleicht macht man dann irgendwann mal was Professionelles draus oder nicht. Mir geht es eigentlich wirklich ums drüber reden und eher spontan drüber reden, als jetzt noch ein vorgefertigtes Schema. Passt. Ja, dann probieren wir das einfach so für nächste Woche dann. Weil IT- und Tech-Szene lebt ja sowieso, also irgendwas passiert immer. Und nächste Woche ist ja dann die 13.0 schon released. To-do für mich. Mario, du hast Addendum GitLab Runners in GCP. Ja? Ja, weil ich die letzte Aufzeichnung halt auch mit angeschaut habe, ja. Und da war, glaube ich, ein kurzer Abschnitt drinnen bezüglich eben den GitLab Runners. Wir haben aufgrund der Menge an Jobs, die wir verarbeiten, ja, über GitLab halt auch eine Menge Runner und unter anderem halt auch Runner in der GCP am Laufen, ja, und die wir eben nicht mit Docker-Maschinen dort erzeugen, ja. Da wollte ich kurz auch mal mit euch drüber sprechen, wie das vielleicht bei euch so gehandhabt wird, ja, weil wir haben natürlich auch die GitLab integrierte Variante verwendet, so wie es eh bekannt ist, ja. Deswegen hat er das Y dazu geschrieben, weil da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie da der aktuelle Status ist, weil wir haben da schon länger nicht mehr reingeschaut. Aber meines damaligen Wissens nach war das ja so, dass beim Pipeline Run im Endeffekt mit Docker Maschinen eine Maschine erzeugt worden ist. Jetzt mit Fargate und AWS ist das mehr in Richtung Container und so, ja. Aber das war damals zum Beispiel für uns der Grund, dass wir gesagt haben, wir bauen wirklich, kann jeder machen, wie er möchte, ja. Wir machen es halt mit Ansible als Beispiel, ja, aber das kann man in der Form oder mit der Hand machen, ja. In der GCP an den Runner hin, ja, preemptive und halten die im Prinzip für einen gewissen Zeitraum über einen Tag, dann keep it live, ja. Das heißt, wenn die Maschine beendet wird, dann wird sie im Endeffekt dann noch 5 Minuten wieder keep it live, ja. Und dadurch, dass immer ausreichend Maschinen zur Verfügung stehen, funktioniert das eigentlich ausgezeichnet, ja. Es steht zu einem günstigen Preis viel Leistung zur Verfügung und das funktioniert eigentlich gut, ja. Und wir haben dann uns da ein bisschen weiter halt drüber unterhalten, auch im Team, ja, und vor allem auch mit den Kollegen aus der Entwicklung, wie man denn das weiter verbessern könnte, und sind dann eigentlich dabei in der Diskussion dann gewesen, dass wir gesagt haben, irgendwie wäre es cool, oder eigentlich unsere Idee wäre dann, das insofern weiterzuentwickeln, als dass wir eben die Hooks verwenden, also die Webhooks verwenden von GitLab, um im Endeffekt mitzubekommen, wann ein Job startet, das erste Mal am Tag, und dann das eben dynamischer gestaltet mit dem Starten und dem Stoppen, ohne aber jedes Mal eine Maschine neu anlegen zu müssen. Ja. Weil die GCP-Runner, die wir jetzt momentan verwenden, die werden einfach nur gestoppt. Ja. Also, weil gestoppte Maschinen kostet faktisch noch weniger, ja. Unterm Strich, ja. Und deswegen ist das eigentlich relativ easy, ja. Und so wie mein Kollege, der hat halt eben das GitLab abgeleitet und da haben wir halt ein GitLab-Job, ja, ein Pipeline-Job, der dann die GCP-Runner dann updatet, ja. Also seiner Kreativität ja wenig Grenzen gesetzt. Das wollte ich einfach nur mal beitragen halt in die Runde. Da fragen, wie so bei den anderen da der Zugang ist, ja. Genau, ich habe das Thema, glaube ich, letztes Mal eingekippt mit der Docker-Maschine. Da ging es mir darum, ich habe einen Kunden, ja, der mich angesprochen hatte, die hatten mit Docker-Maschinen auf AWS. Und dann haben wir gefragt, wie sie jetzt in die Azure Cloud die Runner reinbekommen würden, weil die haben so ein bisschen in die Spot-Instances, gibt es ja auf AWS auch, ich bin mir gerade nicht so sicher, wie die heißen, also diese kostengünstigen Dinger, die dann weg sein können oder auch nicht. Genau. Und wollten das im Prinzip mit Docker-Maschinen aufsetzen. Mittlerweile hatte ich wieder dazu ein Meeting, dann sind wir aber im Prinzip aus dem Meeting rausgegangen, dass wir gesagt haben, ja komm, lass das in Kubernetes-Runner packen.
und lasse die komplette Skalierung im Prinzip vom Kubernetes-Cluster laufen und da einfach die Spot-Instances, und wenn eine wegkracht, ist eine Minute später die nächste wieder da und das ganze Cluster skaliert hoch und runter, wie es will. Deswegen, das war so die ganze Zeit mein Gedanke, aber ich hatte da noch nicht mit dem Kunden gesprochen und wollte einfach mal fragen, ob Docker-Maschine noch ein Thema ist, weil das Projekt an sich ist ja eigentlich tot. Ich selbst habe es noch nie benutzt, deswegen wollte ich da einfach in die Runde hören, einmal. Also vielleicht nur als Input, ja, wir haben es ja deshalb jetzt so gebaut, weil wir den Cache eigentlich nicht verlieren wollen von den Builds. Ja. Die Kollegen aus der Softwareentwicklung machen darauf auch Oberflächentests, also QF-Tests und solche Geschichten. Ja. Und da jedes Mal dann alles zu transferieren, komplett, ja, ohne auf den, zum Beispiel auf den Docker-Build-Cache zugreifen, das kostet dann halt von der Laufzeit her relativ viel Zeit. Eine Frage hätte ich auch vielleicht an den Michael, jetzt direkt an GitLab, ja. Unserer Erfahrung nach ist das Timeout relativ großzügig, ja. Also bis der Pipeline dann mitbekommt, dass ein Runner gestorben ist, während er etwas verarbeitet hat, ist ein bisschen schwierig, ja. Da haben wir aber dann nicht weiter nachgeforscht, ja. Also es ist momentan so ein bisschen das Hinkebein, ja. Also. Also was, du meinst jetzt, dass der Runner die Verbindung zur GitLab-API verloren hat oder dass der Runner selbst Probleme hat? Also zum Beispiel läuft gerade halt eine Pipeline, ja, die macht irgendetwas und die führt halt eine Pipeline aus, die dauert halt, keine Ahnung, ein paar Minuten, Hausnummer, ja, und während dieses Runs wird die Spot-Instanz, egal ob bei AWS oder bei GCP, dann einfach beendet, ja. Und in dem Fall ist es dann so, dass es, ich glaube, die Standardeinstellung oder irgendwo gibt es Einstellungen, dass es bis zu 60 Minuten dauert, bis der Pipeline-Run dann wirklich auf cancelled oder auf nicht fertig geht. Ja? Also es gibt keine Möglichkeit, das quasi neu zu starten, die Pipelines. Zumindest hat man nie halt nichts gefunden an der Stelle. Aber vielleicht haben da die Kollegen noch eine Idee dazu. Naja, die Jobs laufen im Prinzip dann parallel, beziehungsweise nicht parallel, aber die werden halt aufgeteilt auf den Runnern. Den Timer, den du ansprichst, der ist eigentlich derjenige, dass die Jobs halt nicht amok laufen und der ist auf 60 Minuten. Dann sollte man, man sollte halt mal einen Timer-Job rumdrehen, weil manche Jobs laufen 60, manche, ja, genau, manche 5. Wobei du kannst das auf Projektebene einstellen, das habe ich letztens recherchiert, und auf Jobebene. Also du kannst das in den Projekt-Settings, kannst das, glaube ich, einstellen für den Runner und in der Config-Tommel, glaube ich, wenn du Zugriff hast. Okay. Was du auf GitLab.com ja nicht hast, auf den Shared Runners. Ja, ja. Aber wenn du self-hosted unterwegs bist, sollte das gehen. Und im Job selber kannst du auch eine Timeout-Variable deklarieren. Mhm. Die Frage ist, ob das einen Einfluss auf deinen Gesundheitscheck hat. Weil ich glaube, das Problem ist eher, dass du einen Bug triffst oder ein Problem. Das Problem, dass der Health-Check, der da drinnen ist für Container oder für Jobs, dass da irgendwas faul ist. Ist gut möglich, ja. Ja, aber ich glaube schon, dass wenn du den Timer drunter drehst, dann würde halt die Pipeline früher auf Rot gehen. Also sie würde halt nicht restartet werden, aber sie wird zumindest früher gegen die Wand auf Rot gehen, ja, genau. Also der Hinweis, ja, ist super, ja. Probier es einmal aus, aber das Problem ist, es verschleiert ja dann das eigentliche Problem. Also der Timeout ist ja dann kein Timeout, sondern irgendwer hat auf der anderen Seite dann Murks gemacht. Genau, ja. Also im Endeffekt reißt ja die Verbindung ab in dem Fall. Ja. Also ich weiß nicht, also ich habe nicht nachgeschaut momentan, ja, ob der Timeout noch zieht, wenn der Job bereits gestartet wurde. Aber weißt du, was bei dir auch sein kann? Der Timeout ist ja, glaube ich, auf der Runner-Seite. Und dein Problem ist ja, dass im Prinzip der Runner wegfliegt, genau, und die GitLab-Instanz dann in den Timeout fällt. Und ich glaube, da gibt es kein Setting. Das Timeout-Setting, genau, über das wir gerade reden, ist auf der Runner-Seite. Also so wie lange Job beim Runner laufen kann. Momentan auch so analysiert, ja. Also es gibt keinen Rückkanal quasi. Ja? Also es ist Fire and Forget. Ja? Also wenn die Pipeline rennt, dann rennt sie. Ja. Bis dann der Haupt-Timeout zieht, ja, aber es gibt keine kontrollierende Instanz, zumindest hätte man es jetzt nicht gesehen, ja, aber wie gesagt, wir haben da jetzt nicht Deep Dive gemacht momentan. Was ja auch prinzipiell das Setup ist, weil der Runner ja im Prinzip sich einen Pull holt, also der connectet sich ja, holt sich seine Jobs, fragt, gibt es welche, und arbeitet die dann ab und gibt vielleicht einen Wert zurück und es kommt halt einfach nichts mehr zurück. Genau.
Ja. So quasi der das Job ist, genau der, ist, der Job wird dann ein Zombie mehr oder weniger, oder ist halt ja, genau. Also ja, die ganze genau. VM, wo der Runner läuft, der ist weg, weil es eine Spot-Instance ist. Und somit fliegt der ganze Runner inklusive Jobs weg. Das ist genau der Punkt. Die GitLab-Instanz bleibt da. Das heißt, du brauchst quasi einen Freshness-Check mehr oder weniger auf den Runner. Ja, genau. Und der ist. Halt, du kannst aber, glaube ich, die Check-In-Time irgendwie konfigurieren. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Also, wir müssen da jetzt ein tief ins Detail gehen, aber einfach nur so aus unserer Erfahrung halt raus. Ja, also. Voll schön. Nicht so oft vor, aber es ist halt einfach, wenn viele Jobs laufen oder viele Runner halt sind, dann ja, steigt natürlich die Häufigkeit von so etwas dann halt an einfach, ja. Containerisieren, also auf dem Kubernetes-Stack, ist eine größere Sache bei euch voraussichtlich, ne? Weil damit würdest du das Problem lösen. Ja, das ist genau der Punkt, ja, dass man halt dann die einzelnen Jobs in einzelne Container fasst, ja. Wobei die Pipelines, die wir halt haben, sind halt relativ komplex teilweise. Ja. Ist nicht ganz so trivial, sagen wir es einmal so. Ja. Ist eine Option, die ja natürlich schon auch im Hinterkopf natürlich sich befindet, aber ist jetzt dann nicht so trivial zu lösen. Ja, ja klar, das dauert ein bisschen auch. Aber da hättest du dann den Vorteil, dass wenn der Runner dir wirklich mal wegfliegt, ist er halt eine Sekunde später wieder da. Genau, also der Runner ist ja jetzt auch relativ rasch wieder da, ja, nur. ja, ja. Es gibt keinen Informationstransfer, ja, zwischen dem Runner während der Ausführung mit dem GitLab als solches, ja. Also, wenn das er wegfliegt, ist ja okay, ja, und dass der Job dann irgendwann terminiert. Also ich freue mich einfach nur, wenn er dann wieder kommt, dann bleibt die Pipeline einfach im Status unbekannt, ja. Ja. Also ich bin gerade parallel mal die Advanced Runner Config durchgegangen. Also da gibt es auf jeden Fall nichts, wo du sagen kannst, von wegen Timeout für den Runner. Weil also im Projekt oder auf der GitLab-Seite wüsste ich nicht, wo man es definieren kann. Meine Überlegung war jetzt, dass man vielleicht auch im Runner irgendwie einen Runner-Timeout definieren kann, der dann halt einmal übergeben wird an die GitLab-Instanz. Da gibt es aber auch nichts. Ich habe jetzt eher dran gedacht, quasi, dass du auf dem Server sagst, mehr oder weniger, in welcher Zeit erwarte ich, dass der Runner ein Check-In quasi macht, also so ein Keep-Alive. Bin mir nicht sicher, ob das technisch überhaupt schon da ist. So, das würde ich halt so vom, keine Ahnung, ich würde so bauen. Aber die Diskussion ist interessant. Weiß ich nicht, Mario, vielleicht magst du mal die ganzen Informationen zusammensammeln und im Forum einmal einen Thread eröffnen oder ein Topic, also quasi mit Frage-Antwort-Spiel und wir geben dann unseren Senf natürlich dazu, beziehungsweise versuchen uns aus der Community vielleicht Input zu holen. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, das war jetzt einfach nur fürs erste Mal, ich denke, ein Thema zum Andiskutieren, aber ist auf jeden Fall eine gute Idee, es einmal in Form dann einzuwerfen. Ja. Das ist jetzt. Ja, weil. Ja, nicht viele Leute wahrscheinlich so ein Fall treffen, ja, allein von der Größenordnung oder sie verwenden GitLab online oder wie auch immer, ja, und bei uns ist halt, wir haben halt relativ viel Runner halt, ja. Also. Ja, aber die Geschichte, wenn ein Runner wegstirbt, sorry. Also viele werden das vielleicht sogar nie mitkriegen. Es kommt ja darauf an, wie lange laufen die Jobs, ja. Wenn du Jobs hast, die Minuten laufen, ist was anderes, wenn du Jobs hast, die was nur ein paar Sekunden rennen, ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses spezifische Verhalten dann überhaupt zum Tragen kommt, ist ja relativ gering. Ja, deswegen. Es ist aber nervig also zum Debuggen, finde ich. Ich share mal gerade ein Issue, das hat nichts damit zu tun, also was heißt nicht ganz was damit zu tun, ich habe es gerade in Zoom-Chat, da geht es darum, dass ein Runner offline angezeigt wird, wenn ein Job länger als 60 Minuten dauert. Mhm. Das heißt, irgendwie muss es auf der GitLab-Instanzseite aber eine Option geben, wenn sich der nicht meldet, dass er dann meckert. Also es ist nicht dein Problem, aber im Prinzip ist bestätigt, dass es auf der GitLab-Instanzseite zumindest irgendwann was geben muss. Ja. Und wenn es also, da was gibt, ist die Chance, dass es jetzt nicht komplett hardcoded ist, ja schon eher größer. Da sind ein paar Follow-Threads, also vielleicht da mal irgendwie durchstöbern. Zu viele Kommentare, um da jetzt gerade durchzugehen. Es gibt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich glaube, das ist, ich,
Also der API-Endpunkt mit Gesundheitscheck, der berücksichtigt das, wenn sich der Runner nicht meldet. Aber mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass es hin und wieder mal so ist, dass der Runner halt sich zu spät meldet. Also wir sind in das Problem schon auch reingefahren mit OpenStack, wo du dann halt davor sitzt und der Entwickler sagt, ja, das ist schön, dass das passiert ist. Was ist denn da jetzt? Und das Monitoring gibt es nicht. Und du sitzt halt vor der Shell und sagst, OpenStack, ja, schmeißen wir mal alles weg und dann fangen wir wieder von vorne an. Und ich glaube, dass du in so ein ähnliches Problem auch reinfährst. Aber wie gesagt, versuche mal, das zusammenzufassen. Vor allem das Problem ist, wir haben mal wieder keinen Zugriff auf die Umgebung. Wer spielt, macht denn mehr Spaß in der Produktion. Versuch das einmal zusammenzufassen und wir diskutieren es dann asynchron quasi. Naja, nein, passt. Und auf jeden Fall, ja, gute Idee. Nächste Woche quatschen wir nochmal, was der aktuelle Stand davon ist. Gut, ich sehe da ein neues Gesicht. Das neue Gesicht möchte sich unbedingt vorstellen. Servus, Philipp. Moin. Ja, ich bin Philipp, falls man mich noch nicht kennt. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen von euch persönlich kennengelernt. Weiß aber auf jeden Fall, dass Michael, glaube ich, in meinem Vortrag saß, auf der GitLab Commit in London. Ich veranstalte in Hamburg das GitLab Meetup und bin auch seit einem Jahr, glaube ich, jetzt GitLab Hero, also seit von Anfang an. Genau. Und sonst bin ich einfach nur Softwareentwickler in einer Hamburger Firma. Genau. Das passt. Was macht dein Fake-Wetter? Das ist bombastisch. Hamburg klein. Aber sonst sonnig und sehr heiß. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dadurch, dass du ein GitLab Hero bist, weißt du sicher, was in der 13.0 diese Woche kommt. Nicht ganz genau, habe ich schon wieder vergessen. Aber da waren ein paar coole Features bei. Ja, also ich muss gestehen, ich bin auch noch nicht hundertprozentig aktuell. Ich habe, sagen wir so, wir haben bei uns ein bisschen so die Aufgabe oder die Idee gehabt, dass wir die Releases ein bisschen begleiten und versuchen, da Einblicke zu liefern, beziehungsweise halt euch dann zu motivieren, das zu retweeten, beziehungsweise halt selber da ein bisschen reinzusteigen, weil von Seiten des Release-Blogposts, der ja auch vorbereitet wird, und schauen wir mal kurz ein bisschen reinteasern in die Review-App. Auch schon so weit ist, dass es eh fast fertig ist. Also da werden doch die letzten Sachen dran gefeilt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich da zum Scrollen anfange, werdet ihr sehen, dass man dann sehr weit scrollt. Und es ist halt sehr, sehr schwierig, sich da rauszuziehen, was jetzt für einen persönlich interessant ist. Und sagen wir so, ich versuche, oder meine Seite ist eher so die Ops-Seite. Der Brandon kümmert sich ein bisschen um Dev und der Abubakar schaut sich an, was Kubernetes und Cloud und andere Geschichten betrifft. Heißt aber natürlich, dass unsere Tweets und unsere Aktivitäten sich meistens ein bisschen überlappen. Grundsätzlich, wenn ihr dem folgen wollt oder da selber aktiv werden wollt, sehr gerne. Also je mehr, dass wir in die Welt rausblasen und sagen, ha, das Feature wollte ich schon lange haben, vielen Dank dafür, desto besser natürlich. Ich habe gesehen, dass sich die Web-IDE Richtung schwarzen Modus, also Dark Theme, bewegt hat. Da hat der Marcel van Remmerden einen schönen UX-Use Case dazu veröffentlicht vor einiger Zeit. Und das schaut dann, schauen wir mal, klicken wir da drauf, komme ich dahin? Ja. Das kann man sich auf gitlab.com nämlich auch schon live anschauen, weil da ist das schon quasi vorausgerollt. Und im Wesentlichen muss man da in den Settings dann das Dark Syntax Highlighting Theme einstellen und dann passiert das mehr oder weniger so. Das ist natürlich die spannende Frage, wie schaut das mit dem Rest von GitLab aus? Das ist ein bisschen mehr Challenge, weil dann natürlich jedes Formelement und jede Ansicht und jedes
mehr oder weniger Element hat, nicht negiert werden muss, sondern du musst es im Endeffekt in Schwarz bauen und dann schauen, ob jetzt das Rot in Dunkelrot noch lesbar ist oder verschiedene andere Sachen. Ich denke aber mal, dass es dann halt einfach in den nächsten Releases beziehungsweise auf der Agenda für dieses Jahr dann passieren wird. Es gibt sicher irgendwo Issue dazu. Spätestens, wenn ich auf Twitter danach gefragt werde, werde ich es raussuchen. Muss man dann einfach nur schauen. Das ist die visuelle Geschichte. Was auch noch ganz interessant ist, neben der Web-IDE gibt es jetzt auch einen Static-Site-Editor. Der dient prinzipiell dazu, um statischer Content, also Dokumentation, verschiedene Texte, andere Sachen direkt zu bearbeiten, ohne dass man jetzt sozusagen eine Entwickleroberfläche, die Web-IDE ja eigentlich ist, zur Verfügung hat. Da soll es dann auch sowas wie Spellchecking geben. Und der erste Schritt ist jetzt so ein wunderschöner VisiVig-Editor oder VisiVig, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das kommt da mit rein. Gefällt mir persönlich sehr gut, weil da gibt es dann auch so Sachen wie, du kannst quasi einen Text markieren und dann geht halt per JavaScript oder keine Ahnung, wie das genau gebaut ist, halt ein Pop-up auf und sagt, möchtest du das jetzt quoten oder möchtest du das fett machen oder irgendwie so. Ein ziemlich geiler Scheiß, was da in moderner Webtechnologie möglich ist. Ansonsten, das war die Web-IDE. Für die Artefakte gibt es jetzt neue Report-Types. Das heißt, du hast jetzt dann zukünftig die Möglichkeit, wenn du jetzt Artefakte quasi definiert hast, nicht zu sagen, jetzt lade doch mal das Tick-File und da drinnen liegen 1000 verschiedene Binaries, sondern du kannst dann halt sagen, das ist jetzt vom Security-Scanning zum Beispiel Report oder es ist so irgendwelche Metriken oder irgendwelche anderen Geschichten. Und ihr habt dann die Hoffnung, oh, der Link funktioniert nicht mehr. Artifacts. Okay. Man sollte nicht nach Artefakten suchen. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man dann vielleicht irgendwann RPMs oder Debian-Pakete hat, die man irgendwo hochladen möchte oder zum Download verfügbar machen, könnte man das entsprechend einbauen, dass man dann noch mehr Report-Typen drinnen hat. Ich glaube, die andere Geschichte sind Unit-Tests, dass man das entsprechend drinnen hat. Die Clock-Patterns, genau, und was dann auch noch interessant ist, aber das ist vorerst nur in der Enterprise-Variante drinnen, ist ein PyPI-Registry. Also Python Registry, das kommt dann später im Jahr dann in den Core als Teil von den 18 Features, die in den Core wandern sollen als Open Source. Und ja, ich bin ein bisschen am Basteln, wo ich sonst so drauf schaue. Was ich weiß, aber wo ich nicht genau weiß, ob das jetzt da irgendwo behandelt wurde, ist, dass die Performance von Merge Request Views besser wird. Ich vermute mal, das ist quasi die Ansicht, dass man halt den Diff, dass der Diff performanter ist und dass man im Endeffekt der Review einfach deutlich schöner und angenehmer machen kann. Das hat sich in den letzten Monaten ja ein bisschen bewegt, das Interface. Und an manchen Stellen ist es durchaus langsam geworden. Und meines Wissens nach wird das jetzt mit der 13.0 entsprechend verbessert. Ja, ansonsten Designmanagement. Designmanagement, weiß ich nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ich klicke das einmal an. Man hat die Möglichkeit, oder das war bisher nur in der Enterprise-Version, dass man sozusagen Bilder hochladen kann, an Issues drangehängt und quasi auf einen Bereich auf den Bildern selektieren oder halt sozusagen mehr oder weniger eine Area, um dann sozusagen ein Review vom Design zu machen. Und da kommt noch sehr viel mehr. Um das Ganze ein bisschen breiter aufzustellen und auch jeden testen zu lassen, kommt es mit der 13.0 in den Core rein.
Und man kann sie damit einfach besser dann mit rumspielen. Ich muss gestehen, ich kannte es auch nicht. Habe dann aber mit der Kristen Dybienko einen Coffee-Chat gehabt und ein bisschen drüber gequatscht, was sie so treibt. Und dann bin ich auf das Design-Management gestoßen und gedacht, so, das schaut auch ganz nett aus. Hat aber natürlich ganz einen anderen Anspruch als jetzt klassische Code-Entwicklung. Ja. Ach, versionierte Snippets, ja. Bevor ich jetzt die ganze Zeit damit auffresse, wie sind so, oder habt ihr ja schon ein bisschen reingeschnuppert in die 13.0, was jetzt am Freitag kommt? Habt ihr eine gewisse Erwartungshaltung, habt ihr irgendwelche Vorstellungen oder ist es einfach Update und wird schon passen? Also, Update und wird schon passen. Ich glaube, ich werde es aus unserer Sicht nicht ganz werden, ja, allein schon wegen dem Thema Rules in den GitLab-YAMLs, in den CI-YAMLs. Wieso? Ja, wegen dem Breaking Change. Rules instead of only and except. The use of only and except is discouraged in favor of rules. Also die Frage ist, ist es jetzt ein hart aus, ja, oder ist es nach wie vor so wie jetzt in der 12.10? Ah, du warst letzte Woche, stimmt, du warst letzte Woche nicht dabei. Ja, genau, war letzte Woche nicht da. Also nicht. Nee, es hat ein Missverständnis gegeben. Es war mal angedacht, das zu deprecaten und teilweise steht so in den Issues auch drinnen, dass es deprecated werden soll. Ist es aber nicht. Und es gibt für manche Use Cases, deswegen ist ja die Aufforderung in dem Epic, der da verlinkt ist, quasi Feedback einzuliefern, wie man bestimmte Use Cases abbilden kann mit der Rules Engine, weil ein simples Only Except für gewisse Branchnamen und Tags ist halt ein bisschen schwieriger zu bauen in einer Rules-Sprache. Also du kannst nach wie vor Only Except schreiben, solltest das natürlich nicht mischen mit der Rules Engine. Aber du kannst, also das ist im Endeffekt ein zurückgenommener Breaking Change. Es wäre wahrscheinlich auch keiner geworden, weil sie in Anführungsstrichen war es nur gedacht zu deprecaten. Also zu sagen, kannst, also deprecated hast für mich oder für uns, du kannst es noch verwenden, aber sei dir bewusst, wir schmeißen es irgendwann in der nächsten Major-Version raus. Wenn es jetzt sozusagen jetzt deprecated worden wäre, dann wäre es in der 14.0 rausgeflogen. Dadurch, dass es jetzt nicht so ist, kannst du ganz normal das weiterverwenden. Was du natürlich machen solltest, ist vielleicht auf das erste Bugfix-Release zu warten, je nachdem. Aber ansonsten, ja, wenn sie einen eigenen PostgreSQL-Cluster habt, was ich nicht glaube, da ändern sich auch die Requirements von der PostgreSQL-Version im Backend. Weil das ist aktuell, ich glaube, aktuell ist 11 als Requirement drinnen. Und zukünftig soll es halt Richtung, ich glaube, 13 gehen, weil da einfach performantere Features drinnen sind für Sharding, für andere Geschichten. Wenn du aber zum Beispiel Omnibus inklusive PostgreSQL, also All-in-One, einfach installierst, kümmert sich das Ding im Hintergrund um die Migration. Solltest du natürlich einplanen, Sachen können immer schief gehen, davon muss man ausgehen, halt Erwartungsfenster. Ja, nein, das ist ja klar. Ja. Und im besten Fall hast du irgendwas Staging mit der gleich großen Datenbank, die ein Terabyte groß ist und probierst das auch aus? Nee, ich weiß, dass es teilweise nicht geht. Aber ich denke mal, dass das soweit alles abgefedert wird durch diverse Skripte. Und du kannst dir auch, soweit ich weiß, Omnibus anweisen und sagen, mach jetzt keine Datenbankmigration. Also quasi mach nur Update und dann machst du das Datenbank-Upgrade separat mit einem Rake-Task. Aber ich glaube, ich persönlich habe das noch nie gebraucht. Ja. Also ich erwarte dann, dass du am Freitagabend uns schreibst, dass du jetzt auf 13.0 aktualisiert hast. Das wird sich nicht ausgehen, weil wir warten immer auf das erste Security-Release. Okay.
Ja, dann. Da seid ihr dann aber eh schon schnell unterwegs, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Na, das ist die Security Releases und nicht Patch Releases. Ne? Ja. Na, das funktioniert eigentlich ganz gut, ja. Also das hat sich eigentlich bewährt, ja. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Und sagen wir so, das eine oder andere Highlight werden wir uns dann sicher auch noch rauspicken können. Wie gesagt, in den letzten 2 Tagen sind so viele Features noch in den Blogpost reinkommen. Also ich habe am Montag einmal gelesen. Da passiert einfach viel zu viel. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, weil es ein lebendes Produkt ist und man kann auch reinschauen. Also man muss jetzt nicht irgendwie hoffen und warten und sonst irgendwie und sagen, ja, hier, closed source. Sondern wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich in den Issue-Tracker auch reinschauen, aber das wisst ihr, glaube ich, nie. Ist die Website, die du gezeigt hast, schon online? Oder ist die noch? Nee, das ist. Diese Übersicht. Du meinst jetzt die Review-App da? Ja, genau. Das ist im Endeffekt von uns ein. Ich weiß nicht, ob du das Feature. Ich glaube, das ist in der Enterprise drinnen. Du kannst im Endeffekt Review-Apps für Merge-Requests bauen. Ja, ja, weiß ich schon. Also, und das ist im Endeffekt die Review-App für den Feature-Branch, also für den Release-Branch. Aber kommen wir nicht drauf, oder? Oder kommen wir da drauf? Ich finde die Übersicht gerade so schön, um wer jetzt netter nochmal nachher durchzuscrollen. Definitiv, ja. ich hab euch das Issue da verlinkt, und da ist das verlinkt. Im Chat? Also im Endeffekt, wenn ihr das Google Doc offen habt, ist es hier. Ja. Und da könnt ihr dann draufklicken und euch das anschauen. Es ist natürlich halt vollständig, weil es ist im Endeffekt immer die Live-Version vom aktuellen Git-Commit, die dann deployed wird über CI/CD. Du kannst ja das CI/CD-YAML anschauen, wie es deployed wird. Alles offen. Ich finde es super praktisch. Ich habe das auch nicht gewusst, dass es geht, weil ich habe mit GDK halt die Webseite lokal installiert. Geht auch. Und du kannst dann halt im Endeffekt lokal arbeiten mit Middleman. Aber wenn ihr natürlich sozusagen die Preview-Variante einfach irgendwo in der Cloud habt, fragt mich nicht, wie es technisch gebaut ist, irgendwo in der Cloud und mir halt den Blogpost durchlesen kann, ist es super praktisch. Und für jeden anderen, der jetzt halt einfach, sagen wir so, technischerer Writer bei uns ist oder einen Blogpost schreibt, ist es halt auch praktisch, weil du musst dich halt um nichts kümmern, was jetzt im Hintergrund passiert. Der Blogpost geht irgendwann zu, je nachdem, wo der Release-Manager sitzt und wann es alles fertig ist, am Freitag raus. In dem Fall. Ansonsten habe ich nur die Idee gehabt und das habe ich nur verlinkt aus Interesse. Das werde ich aber jetzt auch nicht machen. Mir hat letztens jemand gefragt, oder auf Twitter bin ich draufgekommen, dass ja GitLab Ruby on Rails ist und sonst nichts anderes. Ich habe dann gesagt, naja, die Runner sind in Golang und wir haben jetzt dann eine Release-TLI bald, also dass du automatisch Releases bauen kannst über die CI/CD-Pipelines. Hey! Das ist was, da freue ich mich jetzt gerade voll drüber. Ich glaube, dem laufe ich jetzt noch anschauen, keine Ahnung, wie viele Monate hinterher. Das ist ja ein ideales Feature. Ja, da musst du anschauen, wie das dann integriert ist und gebaut ist. Ich habe nur gesehen, dass du kannst damit auch Changelogs bauen. Wie das Ganze dann zusammenspielt, weiß ich nicht. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Aber das ist ja das Schöne dran. Wir arbeiten in diesen kleinen iterativen Schritten. Das heißt, du kriegst einmal ein kleines Häppchen zum Spielen oder zum Versuchen mal zu integrieren und auf dem baut man dann mit Feedback auf. Ja, schau dir das gern an. Du kannst mir dann gern was schreiben, beziehungsweise kann ich dich auch mit der Jackie Michelle verknüpfen. Super, mein englisches Hirn. I can connect you to Jackie, weil sie die Produktmanagerin für Release Management ist. So.
Ja, das ist eine coole Geschichte. Na, die Idee, die ich eigentlich gehabt hatte, ist, ich möchte irgendwann einmal ein bisschen bloggen, wie der Tech-Stack von GitLab ist, welche Sprachen das wir verwenden, welche Best Practices, dass da verwendet werden, um halt ein bisschen einen besseren Einblick zu bekommen. Vielleicht machen wir da ein bisschen Pair-Programming oder ein paar Sessions dazu. Ist nur so eine Idee von mir. Und nachdem ich alles aufschreibe, was mir irgendwie durch den Kopf geht, habe ich wieder 10 neue Issues gesammelt diese Woche. Aber ja, das ist nur so eine Idee von mir. Die andere Geschichte, rein jetzt so informell, was so passiert ist, es gibt den DevSecOps Report. Ich bin normalerweise kein so besonderer Freund von Surveys und Reports. In dem Fall ist es aber ganz interessant zu sehen, dass die Developer mehr Richtung Monitoring gehen, beziehungsweise halt mehr Ressourcen, mehr Power haben, Monitoring zu machen, also Security kommt zum Vorschein. Und was auch recht interessant ist, Security spielt eine große Rolle, ist aber relativ unklar, wer jetzt dafür eigentlich zuständig ist. Und Unit-Tests sind auch noch, oder Tests generell sind ein großes Thema. War sehr interessant zum Lesen und ist auch gut aufbereitet, würde ich euch empfehlen, mal zu lesen. Ja, ansonsten Zabbix, Grafana. Die Frage mit Open Metrics, Open Tracing. Sagen wir so. Ja, ich würd, bitte. Ich würde es eigentlich nur einschmeißen, weil ich gesehen habe, dass du eben die Themensammlung machst. Ich würde das einmal reinhauen, weil es für mich was ist, wo ich ziemlich interessiert drauf bin. Und vor allem würde ja die einfach einmal das Feedback oder die anderen Meinungen dazu hören. Ist halt jetzt mehr ein Monitoring-Thema an sich als jetzt irgendwas, was mit GitLab oder sonst was zu tun hat. Ja, sagen wir so, es hat schon mit GitLab insofern zu tun, dass Geschichten wie Jäger-Tracing auch drinnen sind, um jetzt zum Beispiel Performance zu messen oder halt dir die Möglichkeit zu liefern, dass du deine Software analysierst. Wie lange das jetzt, keine Ahnung, eine MySQL-Abfrage dann dauert und wo es jetzt tatsächlich hakt. Also wo die 10 Sekunden verloren gehen am Weg. In GitLab ist Jäger drinnen gebundelt. Die Integration ist halt aktueller iFrame. Also da wird dran gearbeitet. Ist aber grundsätzlich ein spannendes Thema, was wir uns vielleicht nächste Woche anschauen könnten. Ein bisschen im Detail. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, ob jemand in der Runde schon was damit gemacht hat. Mit was jetzt spezifisch? Tracing. Nope. Ach so, du meinst, Open Metrics ist ja was anderes, stimmt. Open Metrics ist jetzt eigentlich eher was anderes. Also ist Open Tracing und da ist Open Metrics, kommt ja eh mehr oder minder von den gleichen Leuten, aber es sind zwei verschiedene Typen. Also Tracing an sich habe ich jetzt schon was zum Beispiel spezifisch nicht für Open Tracing, aber ja. Ich finde halt die Idee hinter den ganzen, wie du jetzt gehabt hast, mit GitLab, ja, Open Source. Coole Sache, jedes Issue sieht man und jede Idee dahinter sieht man. Und das Ganze jetzt in die Metriken, beziehungsweise das Ganze ins Tracing einbringen, finde ich einfach extrem spannend. Gerade auch beim Tracing einen Standard, einen offenen Standard finden, weil Tracing gibt es genug Firmen, die tracen. Oder ihre eigenen Tracing-Methoden haben, aber mit etwas Offenes ist. Das ist das Erste, das ich kenne, oder das Einzige, das ich jetzt persönlich kenne. Und das ist das, was mich interessiert hat dahinter. Ob es Leute gibt, die da mehr darüber wissen oder tieferes Wissen dazu haben. Ja, also ich würde mal sagen, ein bisschen was kann ich schon teilen an Wissen. Ich würde aber die Zeit auch nicht unbedingt überstrapazieren. Mhm. Ich würde dir anbieten, für nächste Woche ein paar Sachen zusammenzutragen zu dem Thema. Und dann versuchen wir es einmal ein bisschen uns anzuschauen, weil das Thema, das lässt sich nicht in 5 Minuten zusammenfassen, das Thema. Ja. Wenn das für dich okay ist. Absolut. Und du hast natürlich die Verpflichtung, dann nächste Woche wieder dabei zu sein. Das ist logisch. Aber das nächste Mal stehe ich von Kaffee auf Bio, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ich habe es mir heute schon überlegt, um ehrlich zu sein.
ist so schön, dass ihr dann in den Feierabend geht und ich gehe dann in mein nächstes Meeting. Aber gut, ich habe mir so ausgesucht. Passt schon. Dafür hast du aber auch später angefangen als wir voraussichtlich, oder? Ja, ich habe irgendwann um 10:30 angefangen, glaube ich, oder um 10. Da war ich schon fast durch mit dem Tag. Ich versuche mich zu verbessern, weil das Spätarbeiten ist auch nicht immer so geil. Aber zumindest bei mir in meinem Bundesland ist morgen ein Feiertag. Und am Freitag ist mein selbstgewählter Feiertag. Ich mache jetzt an meinem Viertag nichts, hoffentlich. Same. Vielleicht schaue ich mir ein paar Sachen an, die mich privat interessieren. Aber wenn das Wetter schön draußen ist, dann glaube ich eher weniger. Ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich würde es jetzt versuchen, wieder um 16 Uhr zu behalten und euch dann einen aktualisierten Termin zu schicken. Das Recording kommt dann gleich hoch, teile ich mit euch. Dann könnt ihr nochmal drüber schauen. Und ja, vielen Dank und noch einen angenehmen, schönen Feierabend. Inklusive. Danke fürs Organisieren. Yes. Danke. Gerne. Danke euch. Ciao. Ciao. Genau. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.